aus einem kleinen deutschen Fürstentum in das mächtige Russland und riss dort die Macht an sich, wurde russische Zarin. Sie führte Kriege, liebte leidenschaftlich, war unbarmherzig und machte Russland groß. Von dieser dramatischen Lebensgeschichte erzählen ihre Memoiren. Katharina II. War die bedeutendste russische Zarin. Vierundvierzig reiste die spätere Katharina die Große nach Russland. Damals war sie noch die junge deutsche Prinzessin Sophie Friederike Augusta von Anhalt-Zerbst. Die Zarin hatte Sophies Mutter gebeten, ihre Tochter nach St. Petersburg zu bringen. Sophie sollte dort den Thronfolger heiraten. In ihren Memoiren beschrieb Sophie, wie es dazu kam. Meine Mutter hatte den Brief geöffnet und ich las folgende Worte. Mit der Prinzessin, ihrer Ältesten. Ich habe es gleich verstanden. Gehe davon aus, dass Peter III. Dein Mann wird. Ich gab ihr zu verstehen, dass, wenn ihr tatsächlich ein solches Angebot gemacht würde, sie es bitte nicht abschlagen solle. Es sei eine sehr glückliche Fügung für mich. Es war ein außergewöhnliches Angebot und ein großes Abenteuer, Gemahlin des künftigen Zaren von Russland zu werden. Mehr konnte man nicht erreichen. 3 Wochen reisten Sophie und ihre Mutter von Zerbst in der Nähe von Dessau nach St. Petersburg, der Hauptstadt von Russland. Das Riesenreich erstreckte sich über 8000 Kilometer, vom Nordpazifik bis an die Ostsee. In der endlosen Weite lebten nur 18 Millionen Menschen, weniger als in der europäischen Großmacht Frankreich. Die meisten Untertanen waren leibeigene Bauern. Die russischen Bauern führten das erbärmlichste Leben in ganz Europa. Wie im antiken Rom konnten die Adligen beliebig über die Leibeigenen verfügen. Nur töten durfte man sie nicht. Der Herrscher über dieses weite Land war der Zar. Er verfügte über unbegrenzte Macht und unglaublichen Reichtum. St. Petersburg war eine prunkvolle Residenz. Der Gründer der Stadt, Zar Peter der Große, ließ hier riesige Paläste und luxuriöse Residenzen bauen. Jetzt herrschte Peters Tochter Zarin Elisabeth. 1841, 3 Jahre vor Sophies Ankunft, war sie durch einen Staatsstreich auf den Thron gekommen. Sie konnte sehr brutal sein. Einer Frau, die ihr widersprach, ließ sie die Zunge herausreißen. Auch in der Politik konnte sie sehr grausam sein. Elisabeths erstes Opfer war der legitime Thronerbe, der eigentliche Zar Iwan VI. Ein Kind. Elisabeth ließ Iwan aus St. Petersburg wegschaffen. Später brachte man ihn in eine abgelegene Festung. Dort saß er den Rest seines Lebens in einer Zelle. Es war ein schreckliches Schicksal. Elisabeth hatte den Wachen befohlen, ihn bei einem Befreiungsversuch zu töten. Sophie zeigte der Umgang mit dem kleinen Zaren, dass sie in ein Land voller Intrigen, Morde und Familienfäden kam. Die junge Prinzessin aus Deutschland wollte zuallererst die Zarin für sich gewinnen. Gespannt sah deshalb Sophie Friederike Augusta von Anhalt-Zerbst der ersten Begegnung mit der mächtigen Zarin entgegen.
Elisabeth hatte, um die Thronfolge für ihren Neffen zu sichern, Sophie als Braut des künftigen Zaren ausgesucht. Wie die meisten Adligen ihrer Zeit beherrschte Sophie auch Französisch, die Umgangssprache an Europas Höfen. Ausschlaggebend für die Heirat mit Peter war aber ihre Herkunft. Sophies Vater war General in preußischen Diensten. Über ihre Mutter war sie mit dem schwedischen Königshaus verwandt. Sophie stammte also aus guter Familie. In ihren Adern floss königliches Blut. Es war eine gute Partie. Ich freue mich sehr, in Russland sein zu dürfen. Peter, Prinzessin Sophie ist eingetroffen. Elisabeths Neffe Peter war Großherzog von Holstein, einem anderen kleinen deutschen Fürstentum. Willkommen. Peter war früh verwaist. Erzogen von einem strengen Hauslehrer, sollte dieser schwache, kränkelnde Prinz der nächste Zar von Russland werden. Es war ein ungleiches Paar. Sie war ihm haushoch überlegen, intellektuell und in ihren Emotionen. Er war unreif für sein Alter und hat sich insbesondere nicht intensiv auf sein Herrscheramt vorbereitet, wie es die Kaiserin von ihm erwartete. Voilà. Meine Pistole. Sie ist später, echt. Als sie schon Kaiserin war, schrieb sie über den 16-jährigen Peter. In den ersten Tagen bemühte er sich sehr, mich zu beeindrucken. Ich merkte und begriff, dass ihn die Nation, über die er eines Tages herrschen sollte, wenig kümmerte und dass er noch sehr kindlich war. Meine Soldaten. Peter bewunderte die Preußen. Deren König, Friedrich der Große, war sein Vorbild. Peter liebte es, mit seinen Spielzeugsoldaten die Schlachten seines Idols nachzustellen. Er war, soweit wir wissen, nicht besonders interessiert an einer persönlichen Fortbildung. Er hat sich sehr für, wie viele Fürsten seiner Zeit, für das Spielen mit Soldaten, mit Exerzieren interessiert, aber nicht etwa für wissenschaftliche Studien oder für die Vorbereitung auf das Regieren eines Reiches. Während Peter die Preußen verehrte, hat er für die Russen nur Verachtung. Obwohl Sophie eine deutsche Prinzessin war, hielt er nicht viel von ihr, behandelte sie aber trotzdem respektvoll. Ich schwieg und hörte zu, wodurch ich sein Vertrauen gewann. Er sagte mir, dass er verliebt sei, und zwar in eine der Ehrenjungfern der Zarin. Und dass er sie gerne heiraten würde. Er habe sich aber damit abgefunden, mich zu heiraten, da seine Tante dies wünschte. Ich dankte ihm für sein Vertrauen. Aber was ich mit Erstaunen bemerkte, war seine Unvorsichtigkeit und mangelnde Urteilskraft. Отца все держители, отца все держители, отца все. Trotzdem wollte sie Peter heiraten. Sie erkannte aber, dass sie dabei auf das Wohlwollen der Zarin angewiesen war und verhielt sich entsprechend. Mein Respekt und meine Dankbarkeit gegenüber der Zarin kannten keine Grenzen. Ich betrachtete sie wie eine Gottheit, frei von jedem Fehl. Sie sagte denn auch, sie würde mich fast mehr lieben als den Großherzog. Сына Божия, сына Божия, единородного, Die russische Sprache zu lernen, war ein Weg, die Gunst der Zarin zu erlangen. Aber um Peters Frau zu werden, musste sie ein großes Opfer bringen. Ich
Die Zaren waren traditionell die Beschützer der russisch-orthodoxen Kirche. Deshalb hatte auch Peter, ursprünglich ein Protestant, diesen Glauben angenommen. Sophie, die erst 4 Monate im Land war, legte vor dem ganzen Hof auf Russisch das Glaubensbekenntnis ab. Ich hatte mir fest vorgenommen, dem Volk zu gefallen. Ich wollte Russin sein, auf dass die Russen sich mir zuneigten. Ich nahm ihr Verhalten an, ihre Art. Sophie erhielt den russischen Namen Katharina. Man erzählt, ich hätte mein Glaubensbekenntnis aufs Beste abgelegt, dass viele der Anwesenden in Tränen ausgebrochen seien. Auch die Zarin selbst. Am Hof von St. Petersburg führte Katharina ein luxuriöses Leben. Am ungewöhnlichsten waren die wöchentlichen Maskenbälle, das Lieblingsvergnügen der Zarin. Die Männer mussten sich als Frauen und die Frauen als Männer verkleiden. Die Männer mochten diese Verwandlungsspiele nicht besonders. Sie waren schlecht gelaunt, weil ihnen ihre Aufmachung peinlich war. Die jungen Frauen glichen mageren Knaben. Und die Ältesten hatten dicke, kurze Beine, was nicht eben schmeichelhaft aussah. Allein die Zarin sah als Mann verkleidet vollkommen aus. Aber am Zarenhof gab es nicht nur Vergnügungen, sondern auch Intrigen und Verrat. Am Hof gab es viele Adlige, die auch ohne Amt um die Gunst der Zarin stritten, Einfluss haben wollten. Intrigen waren an der Tagesordnung. Es war also ein gefährliches Feld. Überleben konnte nur der, der wusste, wie das Spiel funktioniert. In dieser Atmosphäre entwickelte Katharina ihr späteres diplomatisches Talent. Sie lernte, wie man mit Menschen umgeht. Geschickt knüpfte sie Beziehungen zu den richtigen Leuten, nicht nur in der Politik, da war das eher eine Zugabe, sondern auch auf der privaten, freundschaftlichen Ebene. Der Tag der Hochzeit war gekommen. Feste. Ich mag diese Frisur nicht. Sie passt nicht. Ich mag sie so, Majestät. Später behauptete Katharina, dass der Großfürst ihr eigentlich zuwider war. Am 21. August 1745 heirateten Peter und Katharina. Die erst 16-jährige Katharina war nun von dem 17-jährigen Peter abhängig. Wenn sie ihm missfiel, hatte er die Macht, sie in ein Kloster zu verbannen und dort sogar ermorden zu lassen. Als Katharina sich von der Festgesellschaft in ihre Gemächer zurückzog, trank Peter weiter. Obwohl sie ihren Mann nicht besonders mochte, hoffte sie doch, er würde ihr Bett teilen. Wo ist denn mein Gatte? Ist er immer noch am Feiern? Die Damen kleideten mich aus und brachten mich zu Bett. Alles zog sich zurück. Und ich blieb über 2 Stunden allein, ohne zu wissen, was nun zu tun war. Stand man wieder auf? Blieb man liegen? Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Sie wartete und wartete, aber Peter kam nicht.
Als er nach 5 Stunden kam, war er betrunken, fiel ins Bett, schlief ein und das war's. Sie nahm es ihm zutiefst übel. Ich glaube, sie war sehr verletzt. Dass Peter sich nicht für sie interessierte, hinterließ tiefe Spuren. Schon bald entdeckte Katharina an Peter seltsame Züge. Was tun Sie da? Diese Ratte ist zum Tode verurteilt, durch den Strang. Eines Tages, als ich in sein Gemach trat, fiel mein Blick auf eine große Ratte, die er eben hatte aufhängen lassen an einer Folterapparatur, die er gebaut hatte. Er sagte, diese Ratte hätte eine kriminelle Handlung begangen und verdiene laut Militärgesetz die schärfste Bestrafung. Diese Ratte wird in Unehren gehängt. Katharina! Er schickte mich dann vor die Tür als Wache mit gezückter Muskete. Allein mein großes Verlangen nach der Krone hielt mich aufrecht. Katharina wusste, nur die Ehe mit Peter sicherte ihre Stellung am russischen Hof. Katharina war in ihrer lieblosen Ehe gefangen. Rückhalt gab ihr nur ihre Mutter. Doch auf die musste sie bald verzichten, denn die Fürstin hatte sich in Intrigen verstrickt, fiel bei der Zarin in Ungnade und musste nach Deutschland zurückkehren. Katharina war jetzt auf sich allein gestellt. Das ganze Streben Katharinas ging jetzt dahin, sich als würdige Ehefrau Peters zu erweisen. Die junge Frau hatte einen wachen Geist und einen unbändigen Wissensdurst. Sie interessierte sich besonders für die neuen politischen Theorien aus Frankreich und England. She read very widely. Sie las ungeheuer viel. Philosophie, Geschichte, unter anderem auch Voltaire. Und er schrieb ja eine ganze Menge. Den ganzen Voltaire zu lesen, erfordert Ausdauer. Unterdessen wartete Zarin Elisabeth ungeduldig auf den Thronerben, der die Zukunft der Dynastie sichern sollte. Als es nach mehreren Jahren immer noch keinen Erben gab, war Elisabeth sehr beunruhigt. Die Zarin ernannte Madame Choglokova zur Hofmeisterin des jungen Paares. Die sollte nachts das Schlafzimmer abschließen. Aber das änderte auch nichts. Peter spielte lieber weiter mit seinen Spielzeugsoldaten oder seiner Geliebten. 1750 begann Peter eine Affäre mit einer Hofdame der Zarin. Das Thronfolgerpaar entfremdete sich immer mehr. Nach 7 Jahren Ehe gab es immer noch keinen Erben. Zarin Elisabeth ließ Katharina streng überwachen. Jeder, der ihre Nähe suchte, wurde vom Hof verbannt. Katharina durfte ihrer Mutter nicht einmal mehr schreiben. 1752 aber gelang es dem Kammerherrn Sergei Saltykov, sich Katharina zu nähern. Er war schön wie der Tag. Und gewiss kam ihm keiner gleich. Eines Tages, um mich seiner zu entledigen, sagte ich zu ihm, er liefe in die Irre und fügte hinzu, wer weiß, vielleicht gehört mein Herz ja einem anderen. Kaum hatte ich das gesagt, bemerkte ich, dass meine Worte, anstatt ihn zu entmutigen, sein Bemühen eher noch anfachten. Katharina wusste, eine Affäre konnte gefährliche Auswirkungen haben.
Doch dann zerstreute Madame Choglokova alle Bedenken. Sie versicherte Katharina, Zarin Elisabeth hätte nichts gegen eine Affäre mit Saltykov. Nach neunjähriger Ehe brachte Katharina 1754 endlich einen Jungen zur Welt. Elisabeth hatte ihr Ziel erreicht. Der Thronerbe war der Zarin so wichtig, dass sie ihn der Mutter sofort wegnahm. Ich war von Beginn der Niederkunft an in Tränen aufgelöst, da ich bei einer solch harten und schmerzhaften Arbeit allein gelassen wurde. Als man mich schließlich in mein Bett gebracht hatte, sah ich den ganzen Tag keine lebende Seele mehr. Der Großherzog tat nichts anderes, als mit denen zu trinken, die um ihn waren. Und die Zarin nahm das Kind an sich. Wer der Vater war, interessierte Elisabeth nicht. Die Zarin hatte endlich die Thronfolge sichergestellt. Vielleicht war Peter der Vater, vielleicht Saltykov. Wir wissen es nicht. Jedenfalls hatte Katharina ihre Aufgabe erfüllt. Job achieved. Elisabeth schickte Saltykov nach Schweden, um Katharinas Verwandten die glückliche Nachricht zu überbringen. Katharina war deprimiert, denn er durfte nicht zurückkehren. Sie fasste einen weitreichenden Entschluss. Katharina hat meiner Meinung nach seit ungefähr 1754-55 alles dafür getan, sich an der Spitze des Russischen Reiches zu bewähren und dies als ihren Beruf anzusehen. Das war ihre Profession, Kaiserin von Russland zu werden, seit dieser Zeit. Vorher noch nicht. Vorher war sie die Gemahlin des Thronfolgers. Katharina wollte daher mehr über die Staatsgeschäfte erfahren. Ein Mentor wurde der neue englische Botschafter Charles Hanbury Williams, mit dem sie bald eine enge Freundschaft verband. In dieser Beziehung erfährt Katharina eine entscheidende Förderung ihrer eigenen intellektuellen Interessen. Sie gewinnt ein intensives Bild von Westeuropa durch diese Beziehung. Der Botschafter bestärkte auch Katharinas Hunger nach Macht und sah in ihr eine zukünftige Verbündete seines Landes. Aber Hanbury Williams war nicht nur ein Ratgeber, sondern er verliebte sich auch in sie. Was für ein Herz, welche Festigkeit. Ich bewundere euch. Ich bete euch Tag um Tag mehr an. Seht in mir einen Mann, der allzeit bereit ist, all eure Fragen zu beantworten, allen euren Wünschen zu willfahren, alle eure Befehle nach besten Kräften auszuführen. Katharina erwiderte die Zuneigung des Diplomaten. If you read her letters to Hanbury Williams and his to her, zwar schrieben sie sich keine Liebesbriefe, doch war die Korrespondenz sehr gefühlvoll. Katharina verlor ihren Vater, als sie, noch fast ein Kind, Zerbst verließ. Das erklärt vielleicht ihr Bedürfnis nach einem älteren Mann, den sie lieben und respektieren konnte. So jemand fehlte ihr bislang. Katharina überredete den Botschafter, ihr die damals enorme Summe von 10.000 Pfund zu leihen. Mit dem Geld wollte sie Informationen und Einfluss am Zarenhof kaufen. Ein gefährliches Unterfangen, aber Katharina fühlte sich sicher, denn sie hatte jeden Respekt vor der Hofgesellschaft verloren. Die Hälfte konnte kaum lesen und ich bin nicht wirklich sicher, ob ein Drittel schreiben konnte. Es gab keinerlei Konversation. Lästern ersetzte den Geist. Und die winzigste Anspielung auf die Angelegenheiten der Nation galt als Beleidigung ihrer Majestät. Um Katharina noch enger an sich zu binden, stellte der Botschafter ihr seinen Sekretär, Stanisław Poniatowski, vor, einen jungen Grafen aus alter polnischer Familie.
Hanbury Williams hoffte, dass eine Beziehung zwischen seinem Schützling und der Frau des künftigen Zaren für England vorteilhaft sein könnte. Als Graf Poniatowski bei Hof eintraf, beachtete ich ihn anfangs nicht. Aber ich bemerkte bald, dass seine Augen von unvergleichlicher Schönheit waren. Und dass er sie öfter auf mich richtete, als auf irgendjemanden sonst. Die Beziehung mit Stanisław Poniatowski war gewiss die glücklichste Beziehung ihres Lebens. Der junge Poniatowski war bestimmt der am besten gebildete und klügste ihrer Liebhaber bis zum Ende ihres Lebens. Aber Poniatowski stand im Dienst des britischen Botschafters. Katharina riskierte also viel. Sie schickte dem britischen Botschafter heimlich vertraute Briefe und war sogar die Geliebte seines Sekretärs. Bringen Sie das dem Grafen. Sehr wohl, Madame. Seien Sie vorsichtig. Manchmal überbrachte sogar der Hofjuwelier ihre Briefe. Als 1756 der Siebenjährige Krieg begann, grenzte ihr Verhalten an Hochverrat. Anlass der Auseinandersetzung war die Eroberung Schlesiens durch Preußen und der spätere Einmarsch preußischer Truppen in Sachsen. Zarin Elisabeth schickte ihre Armee gegen Friedrich den Großen. Großbritannien, mit Preußen verbündet, war jetzt Russlands Feind. Gegen alle Vernunft korrespondierte Katharina weiter mit dem Botschafter. Sie berichtete ihm über das politische Klima am Hof. Das war für ihn sehr nützlich, denn so wusste er, welche Haltung Russland gegenüber England einnehmen könnte. Als die 10.000 Pfund des Botschafters verbraucht waren, bat Katharina nochmals um Geld, obwohl sie wusste, dass das sehr gefährlich war. Legen Sie für mich, wenn Sie können, eine Summe bereit, so hoch wie die, die ich bereits bekommen habe. Wenn möglich, tun Sie dies auf eine Art, die noch heimlicher ist als beim ersten Mal. Bei Ausbruch des Krieges hatten Hanbury Williams und Poniatowski Russland verlassen müssen. Für Katharina war es ein schwerer Schlag. Erwartete sie doch ein Kind von Poniatowski. Ihr zweites Kind, eine Tochter, kam im Dezember 1757 zur Welt. Auch diesmal nahm ihr die Zarin sofort das Baby weg und taufte es, ohne Katharina zu fragen, auf den Namen Anna Petrovna. Schon 2 Jahre später starb das Mädchen. Die Geburt hatte Katharina gut überstanden, doch sie schwebte in Lebensgefahr. Der Grund dafür war ihr Briefwechsel mit dem Befehlshaber der russischen Armee, General Apraxin. Als Apraxin nach gewonnener Schlacht den Rückzugsbefehl gab, war die Empörung in der russischen Armee und am Hof groß. Hatte sich der General von England bestechen lassen? Hatte Katharina ihn dazu angestiftet? Katharina verbrannte die Briefe Apraxins. Aber einige, die sie dem General schickte, wurden abgefangen und der Zarin zugespielt. Zarin Elisabeth beschuldigte Katharina der Verschwörung. Das sah sehr nach Landesverrat aus. Es war eine enorm gefährliche Situation. Mitten in der Nacht ließ die Zarin Katharina zu sich rufen. Der Chef der Geheimpolizei, ein Günstling der Zarin und andere Adlige, mussten als Zeugen die Aussprache mithören. Sie versteckten sich hinter Vorhängen, hinter Paravos. Eure Majestät! Wenn ihr wollt, dass ich gehe, so bitte ich.
Schickt mich zurück nach Stettin zu meinen Eltern. Sobald ich die Zarin sah, warf ich mich ihr zu Füßen und bat sie, mich zu meinen Eltern zurückzuschicken. Da ich es immer als mein größtes Unglück betrachten würde, ihre Missgunst auf mich gezogen zu haben. Sie erwiderte, sie mischen sich in Angelegenheiten, die sie nichts angehen. Sie sind so stolz. Sie glauben wohl, sie sind klüger als alle anderen auf der Welt. Ich habe ihr geantwortet, sollte ich dies wirklich glauben, so gäbe es kein geeigneteres Mittel, mich vom Gegenteil zu überzeugen, als unser Gespräch. Schließlich hörte ich, wie der Großherzog sagte, da sieht man, wie böswillig sie ist. Schweigen Sie, Peter. Ich weiß wohl, was Sie denken. Es interessiert mich nicht mehr. Er stellte sich sehr dumm an und erreichte sein Ziel nicht. Immerhin stand die Zarin jetzt zu mir. She was a very good actress. She could put on an excellent show. Katharina war eine sehr gute Schauspielerin. Es gelang ihr, die Zarin davon zu überzeugen, dass nicht sie das Problem war, sondern Peter. Denn der sympathisierte ja mit den Preußen. Katharina meisterte die Krise allein. Doch ihr war klar, dass sie in Zukunft Verbündete brauchte, um einmal die Macht zu übernehmen. 1760 fand sie den richtigen Mann, den Gardeoffizier und Grafen Grigori Orlov. Ein Kriegsheld, der nach Kampf und Abenteuer roch. Orlov sah blendend aus, ein Haudegen. Der älteste von 5 Brüdern, die alle in der Garde dienten und großen Einfluss in ihrem Regiment hatten. Angeblich sah Katharina ihn zum ersten Mal von ihrem Fenster aus und verliebte sich sofort in ihn. Die Orlovs waren Draufgänger. Jeder Bruder brachte etwas anderes ins Geschäft ein. Grigori war der attraktive Charmeur. Alexei, genannt das Narbengesicht, war der Mann fürs Grobe. Sollte jemand aus dem Weg geräumt werden, wandte man sich an Alexei Orlov. Ende 1761 war Elisabeth sehr krank. Der Hofstaat rechnete mit ihrem Tod. Katharinas Zukunft schien ungewiss, denn sie wusste nicht, wie Peter als neuer Zar sich ihr gegenüber verhalten würde. Orlov war genau der Mann, der helfen konnte. He represented something for Catherine, political gold. Für Katharina war Grigori Orlov Gold wert. Er führte eine äußerst einflussreiche Gruppe Adliger an. Mit einem Orlov als Partner verfügte Katharina über Macht. Graf Grigori Orlov hatte den Verstand eines Adlers. Ich habe noch nie einen Mann getroffen, der ein schnelleres Auffassungsvermögen hat. In allem, was er tut, sieht er sofort beide Seiten des Problems und die Lösungen strömen aus seinem Mund wie ein Sturzbach. Anfang 1762 starb Zarin Elisabeth. Bei der Trauerfeier schien Katharina tief bewegt zu sein. Ihr schwarzes Trauerkleid verbarg den Umstand, dass sie von Orlov schwanger war. Peter vergoss keine Träne über den Tod seiner Tante. An der Bahre benahm er sich wie ein Narr, kicherte andauernd und beleidigte mit seinen Albernheiten die Trauergemeinde. Peter wurde nun der neue Zar. Als erstes befahl er, den Krieg gegen Preußen einzustellen und alle Truppen aus den eroberten Gebieten abzuziehen. Er wollte seinem Idol Friedrich dem Großen gefällig sein.
Der siebenjährige Krieg war beendet. Trotzig. Seine enttäuschten Generäle kränkte er zusätzlich damit, dass er ihnen preußische Uniformen verordnete. Viel Unmut gab es auch, als Zar Peter III. Hohe Ämter an deutsche Adelige vergab und die Güter der orthodoxen Kirche einzog. He had no tact. Peter hatte kein Taktgefühl und nicht die geringste Menschenkenntnis. Er stieß jeden vor den Kopf. He offended everybody he could. Die Verbitterung unter den Adligen führte zu einer Verschwörung am Hof. Orloff und seine Freunde planten einen Staatsstreich. Sie drängten Katharina, Peter vom Thron zu stoßen. Das war politisch hochbrisant, konnte sie den Kopf kosten. Sie musste also sehr vorsichtig sein. Als der Zar einen Krieg gegen Dänemark plante, spitzte sich die Lage zu. Katharina lebte von Peter getrennt und hatte gerade Orloffs Kind zur Welt gebracht. Bei einem Festdiner zur Feier des Friedens mit Preußen kam es zum Eklat. An dem Festmahl nahmen auch zwei von Peters deutschen Cousins teil, die er wie Mitglieder der Zarenfamilie behandelte. Katharina empfand das als Beleidigung Russlands. Katharina, warum sitzen Sie noch? Ich bleibe sitzen, weil ich der kaiserlichen Familie mehr angehöre als all eure Cousins aus Preußen. Tören! Tören! After dinner. Nach dem Diner drohte Peter Katharina zu verhaften und in ein Kloster zu verbannen. Das wäre für sie wie ein Todesurteil, denn dort wäre sie lebendig begraben gewesen. Zum Äußersten bereit, stellte sich Katharina an die Spitze der Verschwörer. Aber noch stand der Zeitpunkt für den Staatsstreich nicht fest, als eine alarmierende Nachricht eintraf. Katrin! Am 27. Juni 1762, kurz vor Morgengrauen, eilte Alexei Orlow zu Katharina. Ein in den Plan eingeweihter Gardeoffizier war verhaftet worden. Alexei, das Narbengesicht, weckte die Zarin und rief: Katharina, wir müssen sofort zuschlagen, oder wir werden alle hängen. Now or we all hang, all of us. No time to waste. Auf nach St. Petersburg. Letztendlich ging es darum, entweder unterzugehen oder meine Kinder, mich und vielleicht auch den Staat vor dem Schiffbruch zu retten, auf den dieser Zar zusteuerte. Kurz darauf erreichte Katharina die Kaserne der Ismailowski-Garde, wo Offiziere auf sie warteten. Katharina erklärte, Peter sei eine Bedrohung für Russland. Obwohl sie keinen Anspruch auf den Thron habe, sei sie die Einzige, die das Land vor dem Verrat durch ihren Mann retten könne. Für den orthodoxen Glauben. In dieser Situation zeigt Katharina ihre ganze politische Kunst. Sie überzeugt alle, dass es ihr nur darum gehe, den preußenfreundlichen Zar zu stürzen. Sie verspricht, Russland treu zu sein und behauptet, um ihren Staatsstreich zu rechtfertigen, Peter habe das Land verraten. Ihr Appell begeistert die Soldaten. Sie fallen auf die Knie und huldigen ihr als Katharina der Zweiten, rufen Matruschka, Mütterchen. Viele Garderegimenter unterstützten Katharina. Aber was war mit der Armee? Vor dem Winterpalast versammelten sich unterdessen über 12.000 Menschen. Um ihre Kampfbereitschaft zu demonstrieren, zog Katharina eine Gardeuniform an und imponierte darin. Sie wusste, auch ihr Aussehen und ihre Präsenz spielten eine entscheidende Rolle. Und mein Hut.
Als Katharina den Balkon betrat, jubelte ihr die Menge zu und pries sie als Katharina die Zweite, Zarin aller Russen. Das Erstaunlichste an der Machtergreifung Katharinas ist im Grunde, dass sie zunächst unblutig verläuft. Es findet ein massenhafter Militärputsch statt, ohne dass dabei Blut fließt. Zwei Tage später ließ sich Peter widerstandslos festnehmen. Er unterzeichnete seine Abdankung und bat darum, Russland verlassen zu dürfen. Bald darauf erhielt Katharina einen Brief von Alexei Orlov. In ihm schilderte er, wie das Scheusal starb. Eure Majestät, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Nicht, dass ich Euer Majestät Zorn errege oder dass ihr denkt, wir hätten den Tod des Ungeheuers bewirkt, des Ungeheuers, das auf euch und ganz Russland lastete. Nun ist sein Diener ebenfalls erkrankt. Und so krank wie das Ungeheuer selbst ist, glaube ich nicht, dass er den Tag überleben wird. Er hat das Bewusstsein verloren und wir, das heißt alle hier, beten, dass Gott uns von ihm befreien möge. Katharina sorgte dafür, dass niemand Genaues über Peters Tod erfuhr. Ihre Herrschaft sollte nicht im Schatten eines Gattenmordes beginnen. Orlovs Brief verwahrte sie sorgfältig. Erst nach ihrem Tod, 35 Jahre später, entdeckte ihn ihr Sohn. Katharinas Beteiligung an Peters Tod ist schwer abzuschätzen. Aber ihr politischer Instinkt muss ihr gesagt haben, dass er sterben musste, wenn sie als Zarin herrschen wollte. Aber es gab noch immer einen rechtmäßigen Thronerben. Zar Iwan den VI., den Elisabeth als Kind in ein Verlies gesteckt hatte. Seit 20 Jahren war er in der Festung Schlüsselburg eingekerkert und ohne Kontakt zur Außenwelt. Iwan war immer noch eine Bedrohung für die junge Zarin aus Deutschland. Katharinas Herrschaft begann mit Verrat und Mord. Was würde sie noch alles tun, um Zarin von Russland zu bleiben?